Moin Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Empire at War mit dem Stargate Mod. Und wir spielen mal wieder als die Asurana, dieses Mal gegen Anubis. Ich dachte mir immer nur gegen Wraith, wird bestimmt irgendwann langweilig. Ja, wieder mal eine Map mit einem Supergate. Weil ich meine, im letzten Part mit den Asuranern hatten wir nur das Milchstraßengate angewählt und nicht das Pegasus Gate. Und ich wollte jetzt auch mal gucken, welche Einheiten es halt im Pegasus Gate gibt. Und ich sehe gerade, das ist ein Obi-Schiff. So. Are you all right, sir? Okay, gut zu wissen. Hochtecken ist immer eine gute Idee. Ich meine, das war nur so ein komischer Jäger. Und schon pleite. Okay. Dann bauen wir am besten vielleicht erstmal so. So, ihr könnt nach hier unten fliegen. Ich meine, 1000 hat die Mine gekostet, ja. Digga, Schnapper. Okay, wenn wir die beiden Minen hier unten haben und die, dann stehen wir da schon ganz gut da. Dann können wir vielleicht nachher Asurana-Schiff gegen das Ori-Schiff machen. Das wäre natürlich auch interessant. Hyperdrive-Modification-Commands have been successfully entered. Genau. Okay, die benutzen wir offensiv. Weil jetzt gleich haben wir wieder 1000 und dann bauen wir hier unten die nächste Mine. So. Okay, dann gehen wir als nächstes hier hin. Are you all right, sir? Auxiliary power is Mit now dem fliege online. ich nicht durchs Asteroidenfeld durch, sicher ist sicher. Hyperdrive Und modification dann commands würde have ich been successfully dich hier so entered. hinstellen. Okay, Mine ist fertig. 1000 kostet das erste ZPM-Upgrade. Damit warten wir mal noch. Ihr dürft hier ruhig angreifen. So. Attacke, Jungs. Was hast du? Target Shot und Rapid Fire Modus. Gib ihm! Okay, das soll jetzt aber wohl easy gewinnen, bitte. Are you all right, sir? Ist ein antiker Schiff. Ich weiß gar nicht, ob wir Türme bauen können. Ah, doch, doch, ich meine, können wir. Ist noch gar nicht so bad. Welche Sprache er spricht, verstehe ich immer noch nicht. Weil ich meine, wir sind ja nicht die Antike, sondern wir sind die Asurana, also die Replikatoren streng genommen. Genau, Drohnensatelliten oder ein Sensorsatelliten. So, ich brauche hier natürlich zwei Drohnensatelliten hin. Sind doch gleich Tech 2. Wir haben drei Minen. Aber ich würde hier oben erstmal die Mine bauen. Ich glaube, so rum ist clever. So, und dann können wir hier genau das ZPM-Upgrade reinhauen. Ihr kriegt einen Verteidigungsbefehl, dass ihr das beschützen sollt. Du bist davor ein bisschen am Scouten. Okay. Hinten sind wir die Base. Cutie, ich mache jetzt hier mal bitte keinen Stress. Aber an sich sollten die Paddle-Jumper die eigentlich easy weghauen. Ja. Dann machen wir jetzt hier einen Drohnenpot hin. Und dann hat sich die Geschichte soweit. Okay, wir brauchen mehr Einheiten. Niamh ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Sagen, ich hätte mal wieder Bock, diese Stargate-Serie zu gucken. Are you all right, sir? Aber das sind halt dann doch schon ein paar Staffeln. Da braucht man Zeit für. So. Genau. Ich glaube, jede Mine hat doch eine andere Animation. Jetzt hier den Drohnenpod fertig. So, ich warte nach wie vor immer noch auf ein Update für eine neue Galaxis-Eroberung hier in dem Stargate-Mod. Ich hoffe, die wird dieses Jahr kommen. Ich denke mal so gegen Weihnachten vielleicht. Are you all right, sir? So, ja, wir bauen jetzt hier gleich mal einen zweiten Drohnenpod. Oder? Ne, wir wollen noch so ein Sensor-Ding hin. Und dann sollte das laufen. Okay, wir sparen es einmal auf 2000. Und dann begeben wir uns schon mal Richtung Supergate. So, das ist ein kaputtes Attack. So, wir haben 2000. Wo ist denn das Ori-Schiff?
We're about to open a hyperspace window. Hyperspace window. Okay. Na dann, Attacke. Was kostet denn das nächste Check-Upgrade? 1500. Okay. Dann machen wir vielleicht erstmal das, bevor wir das Gate bauen. Da kam Schiff. Dreh mal bei. Are you all right, sir? So. Das mit dem Sichtradius ist halt schon nice, muss ich sagen. Kommen die da oben eigentlich raus? Also müssten die ja. Okay, Pegasus, nee, das ist Milky Way. Pegasus. Gut, dass ich vorhin nochmal geguckt habe. Können wir mal einen Drohnenpod nochmal hinbauen? Ah, können wir da gefunden haben. Dann, bam, 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 sehr gut. Schnapp sie dir. Was haben wir hier? Anti-Fighter Fire und Engine Boost. Ne, brauchen wir gar nicht. Also Burst. Gibt ja aber richtig. Finde ich gut. Wenn war ja Fregatte, sagt mir gerade gar nichts. Oh yes. Wobei, das Bild kommt mir bekannt vor. Genau, die Asgard hatten das. Very powerful. Ah, das hört sich schon mal gut an als Einheitenbeschreibung. We're wasting time, sir. Okay. Dann Drohnen bitte. Bitte, bitte, bitte. Weil hier kann ich. Ja, okay. Ich finde den Sensor so liegen halt insane. Wie viel Platz der halt. Wie viel Sichtradius der ermöglicht. Jetzt habe ich es. Was ist das? Target Shot, okay. Wanted der dann jetzt ein System? Naja, geht so. Ja, funktioniert nicht so ganz. Dann lieber Rapid Fire. Wann ist der denn schneller? Okay. Das ist das Ori-Schiff. Da oben können wir auch noch was bauen. Weil die machen hier unten nämlich gerade Stress. Ah, dadurch können wir unsichtbare Einheiten sehen. Das ist ja insane. Ja, ballert das gar nicht mit dem krassen Laser. Gut, das Schiff ist jetzt gerastet, aber egal. Wir ticken gleich weiter. Wir sparen jetzt erstmal. Okay. Was hat das denn für Kanonen? Laser Batteries, okay. Ja, ihr dürft auch kämpfen. Daneben gestellt und ja. Alles easy. Okay. Ja, dann dreht mal bei. Ja, doch, das sind die Schiffe der Asgard, die benutzt haben. Okay, ja, sehr gut. Gucken, wie es hier mit Jägerabwehr aussieht. Geldtechnisch sind wir gut dabei. Wir haben eins auf der Rückhand. Davon brauchen wir auch nochmal eins. Können wir zwei Paddlejumper bauen. Paddlejumper sind nämlich nice. Können wir mal gebrauchen. Den schicken wir einfach in Tod. Okay. Hier oben noch einen Drohnenpot. Da können wir auch nochmal einen Drohnenpot bauen. Okay. Krass, dass die Schilde so rot reagieren. Das ist schon immer so. Ja, die Schildeffekte hier. Are you all right, sir? Sehe schon, ich brauche hier unten definitiv mehr Jäger. So. Du beschützt den und dann kriegst du gleich noch einen Paddlejumper, der beschützt dann den. Und dann ist das Thema hier unten durch. Fokus mal bitte den Schildgenerator. Haben wir hier noch einen zweiten. Bauen wir auch nochmal einen Drohnenpot hin.
Ja, den Befehl, das Supergate zu verteidigen, weil das brauchen wir definitiv noch. So. Passt. Upgraded, sehr gut. Nichts Neues. Okay, weiter upgraden. Und wir bauen Ketus oder Ketus. Je nachdem, wie man möchte. So, wie sieht das hier aus? Soweit so gut, würde ich behaupten. Ah, guck mal, jetzt können wir auch die Heavy Fighter bauen. Sehr gut. Ah, wie lief eigentlich jeder Kampf? Da läuft sogar noch. Und ihr schlagt euch gar nicht so schlecht. So, dann können wir jetzt auf die Waffen gehen. Da steht auch dran, dass die stark gepanzert sind. So als alte Antikerschiffe. Von damals quasi. Schon die Systeme runterfokussen. Wer hat sich da jetzt wieder getarnt? Okay, so langsam kommen die jetzt aber mit vielen Schiffen. Ich glaube, der will die Minen hier haben. So geht das aber nicht. Ah, der hat diesen Artillerie-Attacken. Boah. Ja, dann heiz den mal ein. Nee, ich auf die, da. Ich weiß nur mal auf die Jäger, Alter, das viele. Gut. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr davon. Okay, dann fokussieren wir jetzt die Pyramide darunter. Die sind nicht so nice. Ja, meine Battlejumper bringen die mal um. So geht das aber nicht. Die Tech-Upgrades brauchen noch übelst lange, Alter. Mann, 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 so geht das aber nicht. Okay. Einen warte ich noch. Ich glaube, diese Drohnenpötte sind halt gut gegen etwas stärkere Schiffe, gegen so schwächere, also gegen Jäger, sind die halt absolut sinnlos. Hör mal auf mit deinem tollen Artilleriefeuer hier. Flieg mal dahin. Okay. Dann regelt das jetzt hier mal. Genau, schnapp dir mal den, weil es ist eigentlich egal, kannst du auf die Waffen gehen. Kannst du auch direkt damit angreifen. So, dann kriegen jetzt alle noch Verteidigungsbefehl. Ja, die Mine weggenommen. Geht das aber nicht. Okay, Hier ist das Ori-Schiff, lebt auch noch. Da machen wir gleich auch noch lustige Sachen mit. Ha, Alter. Ich wollte gerade sagen, warum geht's euch denn so schlecht? So, du verteidigst bitte die Mine da. Ich wollte schon fast Minenkolonie sagen, aber das ist es ja nicht ganz. Okay. Ja, nee, stopp. Ich hab Artilleriefeuer. Und dann kannst du die so noch finishen. Ja, kannst du ja gerne machen, wenn du Spaß dran hast. So, wir brauchen ein bisschen Jägerabwehr. So. Ja, der regelt das, der ist OP mit seinem Rapid Fire. Okay, gleich Tick 4 fertig, sehr gut. Ja, schon 17.000 Credits, auch sehr gut. Da wird auch nochmal Beef. Der ist wehrlos. Kannst du euch auf den auch wieder konzentrieren. Okay, Hyperdrive Construct Modifications are commencing, Sir. Tick 4 fertig. Und wir können nichts Neues bauen. Okay, dann hoffentlich bei Tick 5. Talos, oh, her damit. Antiker Schlachtschiff, her damit. Da sag ich nicht nein. Okay, aber ich will euch beide. Hier. So, Jäger, der geht's auch noch gut.
beschützen das Supergate. Wir haben auch noch genug Punkte, um Einheiten zu rufen. Das ist auch immer wichtig. Ihn könnten wir eigentlich mal töten und uns davon einen neuen holen. So, ganz grob, also ganz ehrlich gesprochen, kann er ruhig mal kurz sterben gehen. So, wir die Mine oben einfach beobachten können. Einfach noch mehr Geld zu haben. Rapid Fire Modus. Bam, 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 bam. Der ist OP. Finde ich gut. Ja, gut. Ich meine, er hat ja sie sogar Anti-Jägerfeuer, ne? Also. Also, okay, da warten wir noch. Dürfte den Jäger angreifen. Das finde ich ein bisschen schade. Also, ich fände es halt cool, wenn man halt so priorisieren könnte. Jo, okay. Ne, greif als allererstes Jäger an, dann greift das an, dann greift das an. Das wäre cool, wenn man so eine Option hat. Gut, das würde das Spiel halt einfach nur leichter machen, um ehrlich zu sein. Weil dann müsste ich es halt ja nicht micron. So, und du schützt den. Wenn der jetzt eine Drohnensalve raushaut, dann müsste den das doch eigentlich so gut wie killen. Aber ist das schon das Schlachtschiff? Ne, das ist nur der Cruiser, ich würde schon sagen. Das Schlachtschiff kommt nämlich noch. Wieder ein bisschen manuell hier arbeiten. Und jetzt Rapid Fire. Bam, 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 bam. Okay, jetzt kommen wir nochmal wieder und zerstören den ganzen Spaß hier. Und RIP. Gut, dann können wir die Mine nochmal einnehmen. Ja, sehr gut. Die Drohnen treffen aber trotzdem. Yes, I will show you. Ja, ich weiß nicht. Du kannst ja gerne angreifen, wenn du Spaß dran hast. Oh. Das war ein bisschen zu viel Speed. Weil er direkt richtig Gas gegeben hat. Krass. Okay, 60% von Tech 5 ist fertig. Wir können gleich antike Schlachtschiffe bauen. Der Jäger unterstützt. So, hier können wir sofort nochmal eine neue Mine bauen und dann schicken wir den auch wieder runter in den Kampf. Sehr gut. So. Dann darfst du auch wieder hier runter. 70% fertig. Ja, der hat ja auch noch leichten Drohnenwerfer und alles Medium Laser sonst. Interesting. So. Gucken, ob die Jäger eingreifen. Nee, eher nicht. Aber die greifen ein. Ja. Finde ich gut. Treffen die Drohnen? Nee, eher nicht. Schade. So. Wir oben haben wir aber einen Drohnengeschwader verloren. Dann kriegen die jetzt einmal Heavy Fighter. Okay. Dem Schiff geht's. Auch noch so weit, so gut. Okay, ein bisschen kurz vorspulen. Ich möchte kurz erwähnen, wir haben die KI auf hart gestellt, ne? Das ist halt, ernüchternd. So. Ah, guck mal, wen wir hier noch haben. So. Ich will wissen, ob wir jetzt bei Tech 5 irgendwas kriegen. Irgendwas müsst ihr mir doch geben aus dem Pegasus Gate. Ich meine, es ist die Pegasus-Galaxie. Komm schon. Das Soran City Ship. Das ist ja nice. Oha. Ja. Das gönnen wir uns. Und dazu gibt es noch ein Obereut oder Oberworth und Schlachtschiffe. Ja, das sollte reichen. Und dann noch ein bisschen Jägerabwehr. Okay, dann sammeln wir jetzt unsere Armee. We far outnumber them.
So, und jetzt gleich lassen wir das City-Ship gegen das Ori-Schlachtschiff kämpfen. Ich glaube, es wird eine sehr epische Schlacht. Das ist die Tech 5 Raumstation. Okay, interesting. Ja, mach ruhig weg, ist egal. Wir haben gleich ein City-Ship. Und wir haben eh mehr als genug Geld. Und wir haben noch Sachen auf der Rückhand. Also von daher. So. City-Ship in 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Oh mein Gott. Insane. Hallo. Ah, okay. Nimmt auch sehr viel Bevölkerung weg. Ruckel, ruckel. City Ship. Nice. Shield Boost. Okay, greift das Ori-Schiff an. Heavy Lazy, Heavy Laser, Medium Laser, Shield Generator, Medium Laser, Heavy Laser. Okay. Ich hoffe, es hat auch Drohnen mitgebracht. Wo willst du denn hin? Ich glaube, wir sehen das Ori-Schiff leider gar nicht, ne? Ach, doch, da ist es. Okay, ja krass. Das ist schon ganz schön insane. Aber wir schießen noch nicht zurück. Was soll das? Alter, wie viel Jäger. Ich glaube, wir haben leichte Manövrierschwierigkeiten. Ah, jetzt geht's. Man sieht hier oben auch noch diesen Schildeffekt, dass sich das hier oben halt einfach alles sammelt. Finde ich auch nice. Ja, noch mehr Schlachtschiffe. Okay. Ja, da schießt schon das Ori-Schiff auf uns. Aber wir ballern jetzt auch zurück. Und wir haben auch Drohnen, sehr gut. Sieht man auch wieder schön die Schildeffekte auf beiden Seiten. Aber wir sind anscheinend durch. Nee, doch nicht. So. Und jetzt fängt sich das an zu drehen und wir ballern da jetzt einfach voll drauf. Sehr gut. Ja, die Ori können eh nichts. Hätten jetzt, glaube ich, ihren Ori-Laserbeam-Strahlen, dann sähe das Ganze schon ganz anders aus. Ja, nice. Okay, und RIP. Okay, dann fliegen wir es auch mit dem Basisschiff vor. Es ist sehr langsam und man könnte es easy ausschalten mit genug Jägern. Ansonsten ist es halt einfach tanky. Das war's. Was halt nice ist. Aber wie viel Bevölkerung nimmt das ein? 21? Die nimmt 13. Joa. Joa. Joa, Heavy Drone Launcher. Joa. Wobei, das hat auch schwere Waffen. Nee, das macht auch gut Damage. Und es bringt 8 Puddle Jumper mit. Also. Ist nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Okay, dann löschen wir noch eben die Gold Basis aus. Die müsste da sein. So. Jetzt haben wir den Angriffsbefehl bekommen. Sehr gut. Ja. Steht leider nicht wie viel, ne? Nee. Aber wir machen den schon recht schnell weg. Der müsste jetzt hier irgendwo sein, der Kollege. Machen wir gleich mal hier den Effekt an. Mal gucken, ob das optisch irgendwas ändert. Ah, hier oben. Okay. Nee, okay. Gibt keinen optischen Effekt. Schade, Schokolade. Also ich meine, wir haben ganz oben klar den Zentralturm und dann halt links und rechts immer mal so ein bisschen was. Ja, sieht nice aus und auch von unten. So wie man es kennt.
Ah, guck mal, da haben wir eine Brücke zwischen den beiden Sachen. Interessant, weil zwischen anderen Sachen haben wir nämlich keine Brücke. Ja, Sagitt Atlantis war schon eine ziemlich nice Serie. So. ihr beide könnt gerne mal hier da auch antworten. Oh, nicht crashen, bitte. Bitte nicht crashen. Okay, ah, jetzt geht's wieder besser. Ich wollte doch nur so machen. Okay. Die Schlacht ist jetzt eh sofort vorbei, deswegen crashen lohnt sich doch jetzt gar nicht. So. Ja. Okay. Ja, die Paddle Jumps sind aber insane stark. Oder das Torschiff, ne? Ne, Gateschiff. Gateschiff 1. Keine Anekdote rauszuhauen. Okay, das war eine Folge Stargate Empire at War. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.